Nie wieder, hieß es einst nach der dunklen Zeit. Die meisten Menschen aus Politik, den Medien und dem Volk standen geschlossen hinter dem Slogan »Nie wieder«. »Nie wieder«, riefen sie, und nun rennen Millionen Verblendete, inklusive Medien, wieder einem System hinterher, welches sie nie wieder haben wollten. Hakenkreuz und Runen wurden aus der Öffentlichkeit verbannt. Trotzdem findet man solches Geschmiere an vielen Fassaden. Aber es gibt Schlimmeres als das Geschmiere. Und zwar, wenn man diese Symbole im Herzen trägt. Und genau das ist passiert. Merkel und ihr ganzes Gefolge hat sich die Symbole verinnerlicht. Auch damals begann es mit Ausgrenzung, Meinungsdiktatur und Einschränkung der Freiheit. Hinzu kamen die Lager. Ich frage mich, wann es hier soweit ist. Aber wie heißt es doch so schön, niemand hat vor, eine Mauer zu bauen. Während tausende Mieter durch den Corona-Wahn demnächst ihre Wohnungen verlieren und auf der Straße landen, sitzen die sogenannten Fachkräfte sicher in ihren vom Staat voll alimentierten Häuser bzw. Wohnungen. Im Gegensatz zu den Steuerzahlern, die diese Wohnungen bzw. Häuser finanzieren, brauchen die Fachkräfte nicht zu befürchten, auf der Straße zu landen. Und unser Herr Spahn gönnt sich mal nebenbei von unseren Steuergeldern eine Luxusvilla im Wert von 4,5 Millionen Euro. Auf das Angebot, dass Herr Spahn mal einen Monat von Hartz IV leben sollte, meinte er, sein Job wäre zu weit von Hartz IV entfernt, um davon zu leben. Lieber Herr Spahn, über 90% der Hartz-IV-Empfänger waren mal weiter von Hartz IV entfernt, als du es je sein wirst. Denn diese Menschen haben sich im Gegensatz zu dir produktiv eingebracht und wurden dafür geschröpft. Wovon sonst hättest du dir deine Villa leisten können? Kinder mit Corona-Verdacht sollen in der Familie isoliert und in ihr Zimmer gesperrt werden. Kommt die Familie dem nicht nach, kann das Jugendamt euch die Kinder entziehen und in einer entsprechenden Einrichtung unterbringen. Tja, da würde ich mal sagen, NS-Zeit lässt grüßen, nicht wahr? Das alles und vieles mehr können und wollen wir nicht mehr zulassen. Deshalb auf zur Demo am Samstag, den 29.08.2020 in Berlin. Zeigen wir ihnen, dass sie nicht die Herrschenden sind, sondern uns, dem Volk, zu dienen haben. Denn wir werden nicht schweigen, denn der Nacht untergehen. Und wir werden so oft wiederkommen, wie es nötig ist. Wir werden euch nicht nur die Masken vom Gesicht reißen, sondern auch die Symbole aus dem Herzen reißen und euch zum Teufel jagen. Möge die Gerechtigkeit siegen.